Ja, hallo zusammen. Heute mal wieder ein Video aus der Reihe Malen wie die großen Künstler. Es geht um David Cockney, einen englischen Maler, 1937 in Bradford geboren, den vielleicht einige von euch kennen. Seine berühmtesten Gemälde, das sind Schwimmbecken-Pools, die er in, glaube ich, in Kalifornien gemalt hat. Das teuerste Pool with two figures, also Pool mit zwei Figuren von 1972 ist das teuerste, also ich glaube aktuell ist sogar eins noch ein bisschen teurer, es war bis 2019 eins der teuersten Gemälde, das jemals von einem lebenden Künstler verkauft wurde für 90,3 Millionen Dollar. Ist jedenfalls ein extrem vielseitiger Künstler, der hat Fotos gemacht, Lithografien, war einer der allerersten großen Künstler, die mit Acryl viel gearbeitet haben, Collagen, hat auch mit iPads schon gearbeitet. 1990 ist er zurück aus den USA nach England, weil er sich um seine Eltern kümmern wollte, nach Yorkshire. Und dort hat er dann angefangen, Plein Air, also draußen zu malen. Und eins dieser Bilder, das ist halt genau das Thema, die Heiden von Yorkshire. Ich weiß nicht, wann das Bild entstanden ist. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen nachzumalen. Hundertprozentig natürlich nicht. Ich muss ja da immer ein bisschen aufs Urheberrecht Acht geben. Ihr könnt es ja bei Google mal gucken. Ja, an Farben habe ich Preußisch Blau, Cölin Blau, Krapprot und Cadmiumrot. Und das Orange, das ich hier habe, das kann ich mir eigentlich sparen, weil das kann ich aus Cadmiumrot und Cadmiumgelb mischen. Dann habe ich hier nur Indischgelb, auch das könnte ich mir sparen, weil auch das könnte ich aus den zwei Farben mischen. Ich habe es jetzt einfach aus Zeitgründen hier drauf genommen, weil das Bild sieht vielleicht sehr einfach aus, aber ich kann nicht sagen, das hat es richtig in sich und es wird ein sehr langes Video werden. Also vielleicht nur, wenn er sagt, Mensch, das kenne ich doch im Vordergrund, das sieht doch total impressionistisch aus. Kein Wunder, denn Matisse und Monet sind große Vorbilder von David Hockney. So genau, und dann haben wir hier nur Titan Weiß und jetzt fangen wir natürlich gleich mal an mit dem Himmel. Ich muss halt wieder etwas schneller arbeiten, weil es ist dieser unfassbare Sommer 2022, wo wir halt 33 Grad haben und die Farbe sozusagen schon auf dem Pinsel eintrocknet. So, und damit das Ganze jetzt in der kurzen Zeit von einem Video überhaupt machbar ist, werde ich den Himmel sehr stark vereinfachen. Himmel ist fertig. Die Wolken werde ich später ergänzen, weil dafür möchte ich, dass der Himmel trocken ist. So, und jetzt werde ich mich von hinten nach vorne durcharbeiten. Die Büsche und Bäume, die male ich erst später dazu. Ich werde es in der Farbe mir erstmal ein bisschen einfach machen und nicht zu akribisch mich an dem festhalten, was der Herr Cockney gemalt hat, damit das überhaupt, wie gesagt, in der Zeit machbar ist. Also, weil zum Beispiel im Hintergrund diese extrem orange Farbe, die wird das Auge ja eher vorne erwarten. Also hier in dem Bereich kann ich gleich mal auftragen, wenn wir eh schon dabei sind. Also das kann ich jetzt machen. Ich kann jetzt aus diesem von hinten nach vorne Modus rausgehen, weil ich hier eh nur mit anderen Farben hier drüber gehe und die Schicht hier nicht übermale. So, und jetzt male ich halt einfach hier weiter, ändere so ein bisschen die Helligkeit. Ja, hier mal besonders helle Stelle. Und hier wird die dann wieder dunkler. Ganz klein wenig Rot noch dabei geben. Hier lege ich jetzt nur ganz dünn Gelb auf, weil hier so ein kleiner Grünton noch drüber liegt, den ich aber erst nach dem Trocknen des Untergrunds auftragen kann. So, ich variiere jetzt einfach so ein bisschen die Farben, nehme hier mal Orange, damit diese einzelnen hintereinander liegenden Hügelketten halt ein bisschen besser voneinander unterscheidbar sind. Schlussendlich werden sie ja dann unterschieden durch die Büsche und Vegetationsreihen.
So, hier im Vordergrund mische ich mir eine Farbe aus Cadmiumrot und ein ganz klein wenig von dem Crop. Das ist mein Untergrund hier. Dann begeben wir uns an die Wolken, die male ich in der Trockentechnik. Ich habe vergessen, die Pinsel zu benennen. Also hier irgend so ein alter Borstenpinsel, ein Rundpinsel Nummer 6, ein Linierpinsel, kann ich nicht mehr lesen, was das ist, schätze mal Nummer 2, und ein Flachpinsel, weiß ich auch nicht, welche Nummer 10 oder 12. Und die Größe richtet sich natürlich immer nach dem Format des Bildes. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 24-32. So. Trockentechnik heißt, dass ich die Farbe nehme, die ausstreiche auf der Palette, dass ich nur ganz wenig Farbe auf dem Pinsel habe und dann einfach loslege und durch den Druck steuere, wie viel Farbe ich auf die Leinwand bringe. Seht, das geht echt schnell und einfach. Impressionistisch ebenso. Und jetzt werden wir uns von hinten nach vorne durcharbeiten mit dem Linierpinsel mit verschiedenen Grüntönen. Dann nehme ich mir das Preußischblau mit ein bisschen Gelb. Mische ein bisschen Weiß dazu, weil Gegenstände, die weiter weg sind, halt nicht so dunkel sind. Seht, dass das dann gleich besser aussieht, wenn ich das ein bisschen aufhelle. Also teilweise ist da auch ein bisschen Rot dazwischen bei dem Grün. So gibt es einen ganz kleinen natürlichen Grünton. Also hier vorne bei den Bäumen. Hier, da hat er in jedem Fall auch wieder viel Rot drin. Ihr seht hier, dass ich den Pinsel so ein bisschen in kleinen Kreisen führe. Hier kann man sehen, dass er da mehr Details eingearbeitet hat. Details in Anführungsstrichen. Ich meine, wenn man draußen malt, für diejenigen von euch, die das noch nie gemacht haben, das macht eine Menge Spaß, aber es hat in gewisser Weise auch ein bisschen Stress, weil die Sonne ändert sich, das Licht ändert sich, alles ändert sich total schnell und ihr müsst gleichzeitig ganz schnell Entscheidungen treffen. Und wenn man also so schnell malt, dann deutet man natürlich nur eine Menge an und die Impressionisten ursprünglich haben die Bilder dann tatsächlich im Atelier erst zu Ende gemalt. Und David Hockney macht natürlich auch eine Menge dann nur im Atelier fertig. Und deswegen hier dieses, da hat er so Büsche, also das ist ja näher zu uns, folglich kann man hier mehr Details erkennen, das brauche ich hier hinten nicht machen, weil da gibt es natürlich auch keine Details, die ich da rausarbeiten muss. Sondern kann man auch erkennen, dass hier vorne natürlich mehr Dunkelheiten sind. So, jetzt male ich mal diese grünen Flecken, die wir hier drin haben. Dafür nehme ich jetzt mein Glimp. Ah, ist ja nicht hell genug. Ja, perfekt. Gleiche Farbe ist interessanterweise auch hier vorne. Und hier ist es ein bisschen dunkler und das ist halt der Vorteil, wenn man nur am Rand immer die Farben weiter mischt. Das heißt, hier hätte ich jetzt die dunklere Farbe und die kann ich eben hier verwenden. So, jetzt haben wir da hinten ein Haus, das voll von der Sonne getroffen wird. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Viereck. Füge ich hier ein und hier vorne ist ein ähnlicher Fall. Also hier ist auch ein Haus. Hier habe ich die Leinwand schon weiß gelassen. Ich male jetzt trotzdem nochmal weiß drüber. Drumrum ergänzt sich eine ganz, ganz helle Farbe. Also kann man kaum erkennen, was es für eine Farbe ist. Es soll nur ein bisschen farbig sein, dass ich nicht wirklich die knallige weiße Leinwand habe. Jetzt kommt das Dach hier. Das ist einfach nur Cadmiumrot mit Weiß.
aus. So. Okay. So, und der ganze Vordergrund, das ist eigentlich eine Fleißarbeit. Ja, also das ist überhaupt nicht meins. Da lasse ich das Video jetzt ganz fix vorspulen. Vielleicht schalte ich die Kamera auch aus, um einfach Speicherplatz zu sparen. Wenn wir gucken, es sind im Prinzip drei Schichten. Hier hinten ist eine Schicht von hellen Blüten, dazwischen ist ein tiefes Orange und vorne ist dann hier links sind wieder helle Blüten und lachsfarbene. Hier ist Gras und hier ist irgendwas anders. Ich fange jetzt mal hier hinten an. Und zwar ist es ganz einfach. Ich nehme halt Weiß, viel Weiß und gebe dazu ganz klein wenig von dem Indischgelb, so dass ich halt eine ganz leichte Färbung habe. So, und jetzt geht es halt los, dass ich halt viele kleine senkrechte Striche mache. Tupft es eigentlich nur auf. Das sind sehr kleine Tupfen. Warum? Weil die Blüten halt weit weg sind und weil man natürlich da keine weiteren Details erkennen kann. Jetzt seht ihr halt, wie wichtig das ist, dass der Untergrund halt ein bisschen dunkler ist. Dann brauche ich mir da keine Mühe mehr machen mit Schatten. Ich kann natürlich hingehen, das kann ich euch auch nochmal zeigen, und kann dann halt gezielt mit einem dunkleren Indischgelb hier auch noch ein paar Schatten einfügen, ganz zarte Schatten. Das ist ja auch weit weg, da ist es nicht wahnsinnig dunkel. Ich habe jetzt beschlossen, hier zwischendurch doch ein bisschen mit reinem Weiß zu arbeiten, damit ihr halt hier noch mehr Helligkeit reinbekommen. Vielleicht habe ich den Untergrund einfach nicht dunkel genug gewählt. Das könnt ihr dann selber entscheiden, wie ihr das machen wollt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn dazwischen, es ist auf meiner Fotovorlage halt super, super schlecht zu erkennen, dass da noch so ein dunkles Orange oder vielleicht dazwischen liegt. Ja, das ist zu dunkel. Sieht in jedem Fall ganz nett aus. So. In diesem Bereich hier, also diesen Bereich hier, da arbeite ich mit mindestens zwei unterschiedlichen Farben übereinander, wahrscheinlich eher nur drei. Und da wird der Pinsel, ich zeige das mal mit einer hellen Farbe, einfach damit ihr die Technik mal seht. Also dann nehme ich mir Orange, Weiß, mische mir so ein etwas dunkleres Orange zusammen. Und wenn ich den Pinsel jetzt so aufschlage, dann seht ihr, dass es so einen Strich gibt. Das wird hier vorne dann viel stärker akzentuiert. Und je nachdem, wie ich jetzt diese Striche führe, kann es natürlich heißen, ja, da ist eine Pflanze, die in die und die Richtung wächst. Das mache ich aber nur so im unteren Bereich hier. Und zusätzlich darüber mache ich dann die gleiche Technik, die ich gerade eben vorgeführt habe, dass ich hier halt nur zusätzlich nur so kleinere Blüten auftupfe. Ja, und das wird jetzt im Prinzip, diese Techniken werden jetzt hier gemischt. So, es ergänzt sich hier noch ein paar dunkle Flecken. Die sind dunkler als hier hinten, weil es ist halt so, je näher wir kommen, desto mehr Details können wir erkennen und die Farben werden heller oder dunkler, je nachdem, ob sie mehr oder weniger Licht bekommen. Je weiter wir weg sind, umso indifferenter sind die Farben. So, und ähnlich wie hier oben setze ich halt an einzelnen Punkten wieder das reine Weiß ein. Und jetzt arbeite ich nur eine Mischung aus Indischgelb und Cadmiumgelb hier ein, damit es halt hier noch ein bisschen kräftiger von den Farben wird. Ja, und hier vorne ist es halt ähnlich. Im Vordergrund haben wir diese Mischung aus Weiß und Cadmiumrot, beziehungsweise ein bisschen von dem Orange noch mit drin, es gibt so einen kleinen Lachston, das sind halt die Farben, die wir hier vorne haben. Zum Teil auch hier noch ein bisschen in der Mitte. Einige auch hier noch. So, und dann haben wir diese sehr helle Farbe, die eher ins Gelbliche reingeht. Ihr seht, es ist halt wichtig, dass diese Schicht, die dahinterliegende, abdeckt. Das heißt, die dahinterliegende muss dunkler sein, deswegen habe ich hier nochmal mit dem Indischgelb nachgearbeitet. So, und hier kann ich jetzt diese Technik halt anwenden,
Strichtechnik oder wie auch immer. In Wirklichkeit sind da viele, viele Schichten übereinander. Also da würde ich wahrscheinlich ein Video von 4 Stunden oder 5 Stunden hier machen müssen, um alle Schichten hier anzudeuten. Es geht ja wirklich nur darum, dass ich mal kurz zeige, wie der Herr gearbeitet hat. Hier haben wir auch noch so ein paar hellere. Kann ja noch ein paar von den anderen dazwischen machen. Also hier sind auch noch so gelbe, mehr so ins Strohige gehende Strukturen. Ein bisschen was ist auch hier noch zu erkennen. Noch ganz viel Gelb. Aber es ist ein bisschen dunkler. Die liegen mehr so. Hier mal auch eins, zwei dazwischen, hier zwischen den Grashalmen hier. Kommen wir jetzt schon zum Endspurt, nämlich das Grün. Und da mische ich hier einfach ein bisschen zu meinem Gelb, ein bisschen was von dem Preußischblau dabei. Wenn mir die Farbe da nicht gefällt, kann ich versuchen, ob das Kylinblau noch passt. Aber das ist schon mal ganz gut. Da kann ich schon mal einen Teil der Grashalme hier imitieren. Die sind alles so ein bisschen leicht gebogen, als wenn da jemand drüber gelaufen wäre und dass sie halt ein bisschen flach liegen. Zum Teil ist hier auch noch ein bisschen grün hier dazwischen. Ganz leicht angedeutet. Und dann wird es halt ein bisschen natürlicher grün. Das heißt, ich mische ein bisschen mehr von dem Cadmiumgelb dazu. Grashalme nur angedeutet als Punkte. So, und dann kommen wir halt zu dem Teil hier. Da nehme ich wieder mehr von dem Blau. Und mehr von dem Weiß. Nicht zu viel, ist ein bisschen dunkler als rechts und links davon und kann jetzt hier halt die Grashalme, die hier zu erkennen sind, einfügen. So, und jetzt kommen die ganz dunklen Farben. Das heißt, da nehme ich wieder mein Preußischblau. Mache es nochmal deutlich dunkler und damit kann ich jetzt hier die ganzen Schattenfarben einfügen, die man hier nur erkennen kann. So, hier hat man auch noch so ein paar grüne Fleckchen hier drin. Und hier kann man als Schattenfarbe halt auch noch das Grab einsetzen. Das ist hier so dazwischen. So, und hier, da muss noch ein bisschen mehr Helligkeit dabei. Das heißt, dann nehme ich mir jetzt einfach das restliche Weiß helles auf und erzeuge hier nochmal so einen ganz interessanten Grünton. Ich gebe mal ein bisschen was von dem Kylinblau noch dabei. Ja, und damit wird das Bild erstmal in der Schnellfassung fertig. Ja, ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat und dass ihr vielleicht wieder mal was Neues ausprobiert, so eine Mischung aus Monet und David Hockney. Ja, viel Spaß beim Nachmalen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.